Okay, hi Bronco hier mit neuem Video. Und zwar geht es diesmal in diesem Video um das Thema iPhone 14. Ja, wie kann man das Video nennen? Ich würde sagen Mobilfunk oder Datenverkehr im Internet. Ich habe mir das iPhone 14 neu geholt und ich bin ein bisschen am Ausprobieren. Das Coole ist, pass mal auf, wenn man hier auf Mobilfunk klickt, also hier oben kann man erstmal, wenn man möchte, mobile Daten aus- oder anschalten. Also wenn man den hier klickt, dann wäre jetzt zum Beispiel mobile Daten an. Da oben sieht man dann auch LTE oder man klickt zurück, dann ist es aus. Du kannst das Ganze aber auch noch anders machen. Und zwar kannst du hier auf Datenoption klicken und dann kannst du zum Beispiel auswählen, ob du Dings haben möchtest. Also 5G aktiviert und dann steht hier zum Beispiel 5G aktiviert. Verwendet 5G, wenn verfügbar, selbst wenn das... wenn dies die Batterie-Lebensdauer verkürzt oder also wenn du 5G automatisch anhast, dann ist das so, dass 5G automatisch verwendet 5G nur, wenn die also Batterie-Lebensdauer dadurch nicht signifikant verringert wird. Ich denke automatisch, das war halt schon Standard eingerichtet, ist, glaube ich, am besten, wenn man das so macht. Ja, also dann schmiert die Batterien nicht gleich ab. So, wir können mal kurz zurückgehen. Und dann kannst du hier sogar noch, das ist auch cool, du kannst hier sogar machen ein Tracking der IP-Adresse. Das kannst du ausschalten oder lässt es halt an. Guck mal, dann steht hier zum Beispiel, du kannst das Tracking deiner IP-Adresse beschränken, indem die IP-Adresse vor bekannten Trackern in Mail und Safari verborgen wird. Das ist ziemlich cool. Also, ne, dass dass du das so ein bisschen beschränken kannst, ne? Also, dass nicht jeder deine IP-Adresse und sowas so mitkriegt, sag ich mal. Ich glaube, man kann sogar noch auch per Smartphone kann man auch noch VPN und sowas alles aktivieren. Warte mal. Ja, was kann man hier noch machen? Ich glaube, ich habe jetzt gerade Licht hier gemacht oder sowas. Auf jeden Fall ist es jetzt sehr hell. Warum das denn? Warte mal. Ja, okay, jetzt ist es wieder zurück. Ah, weil ich da aufs 4 geklickt habe, ne? Warte mal, was kann man hier noch machen? Komm, und dann kannst du hier noch, also Netzauswahl und sowas kannst du alles noch treffen und ja, dann siehst du hier mobile Daten, kannst du hier sogar nachverfolgen, wie viel also verbraucht wurde und zum Beispiel, ich hatte hier halt Safari genutzt und man sieht dann halt, ne, 4,8 MB und die ganzen anderen Sachen hier, zum Beispiel Wetter hat er noch ein bisschen was von weggenommen und so. Das finde ich halt ziemlich cool, dass du das so beim iPhone sehen kannst. Ja, also dass sie sogar bei Mobildaten anguckt, was du halt so im aktuellen Zeitraum und sowas denn gemacht hast. Du kannst das natürlich auch noch alles ausschalten und so hier. Und ja. Ja, das wollte ich mal kurz zeigen. Also auch gerade, wenn du jetzt zum Beispiel mobile Daten oder sowas auch mal ausmachen möchtest, ne, oben draufklicken. Und kannst halt auch auswählen, ob du 5G haben möchtest oder nicht, oder gehst halt, oder machst halt LTE an. Und ich glaube, du kannst hier sogar noch Netz auswählen. Ich bin ja aktuell Kunde bei O2. Ich finde das gut. War da schon öfter Kunde bei dem und weiß nicht, war immer eigentlich zuverlässig. Und also man kann auch noch also Netzbetreiberdienste angeben. Dann kannst du dir wahrscheinlich noch einen anderen Netzbetreiber aussuchen. Und ja, alleine, dass es halt diese ganzen Optionen und so gibt, das ist ziemlich cool. Ja, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video.